Du hast es auch hinter dir mittlerweile? Okay, das ist gut zu wissen. Schön, dass er uns nicht angreifen kann. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. So, mal aufgeladen zwischendurch hier. Vielleicht auch mal das Leben, das könnte auch ganz gut sein. So, wehe, jetzt kommt wieder Leviathan vorbei. Gut, richtig sind wir. Ja, stapft da durch den Mist hier. Klebrige Scheiße. Frag mich, wer hier wieder nicht aufgeräumt hat. So, ich finde auch schön, wer die Beinchen hebt, so klein, so ganz angewidert davon. Hallo, möchtest du dann mal speichern? Ja, danke. Drrrt, gut. Klick, klack. Okay, dann mal wieder zurück. So, ach genau, hier oben waren wir. Mal gucken, ob jetzt noch ein paar Tierchen kommen, wenn wir wieder runtergehen. Könnte ja durchaus sein. Jemand dazugestoßen? Nee, okay. Dann. Wow! Alter! Was zur Hölle? So, dann würde ich sagen. So. Huch. Oder was mir gerade noch einfällt. Wir können doch mal hier ein bisschen. So. Ach so. Ah. 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 Na, das ist ja mal witzig. Das gefällt mir. Man muss bloß wissen, wie man die verfluchten Waffen einsetzen soll. Dann macht das ja richtig Spaß. Ja Mensch, Ripper, du könntest ein guter Freund werden. Mehr kriegen wir aber auch nicht. Schade. So, füll mal hier Sägeblätter nach und dann geht's weiter. Industriekettensäge, ich werd bescheuert, ey. Was man in der Not nicht alles als Waffe benutzt. So, ach genau, hier lagen die ganzen Typen rum. Bleib ja tot. Ich find's immer wieder schön, wie sein Kopf hin und her schwappt. So, wir haben noch eine Werkbank. Nee, komm, behalte ich erstmal den Knoten. Wir geben's dann wieder aus, wenn wir ein paar mehr haben, damit wir dann vielleicht noch... Isaac! Ja, demnächst. Ich wollte sagen, damit wir dann zusammen die Punkte ausgeben können, um im Rig die letzte Ebene zu erreichen. Mann, die Nicole, die wird aber auch ein bisschen penetrant langsam, oder? Kommt mir das nur so vor? So, Freunde, wir erreichen jetzt so langsam die kritische Phase in Kapitel 6. Das heißt, wir begegnen bald dem Leviathan. Ich mag nicht, ehrlich gesagt. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Ich frage mich gerade, ob es wichtig ist, dass die Stickstoffsättigung mit durchgeführt wird. Gut, es könnte natürlich insofern wichtig sein, dass man keinen Sauerstoff verschwenden möchte. Es macht ja keinen Sinn, eine hundertprozentige Sauerstoffatmosphäre zu erreichen, weil es der Körper sowieso nicht umsetzen kann. Könnte mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht sogar giftig sein könnte. Ich weiß ja nicht, wie das sich so auswirkt. Aber, irgendwas wollte ich jetzt. Ich wollte dieses Dingens verkaufen. Genau hier, den Halbleiter. Aber, ich denke mal, wenn man nur Sauerstoff dosieren würde in der Menge, in der man es braucht, dann wird wahrscheinlich der Unterdruck ein bisschen zu groß sein hier für den Menschen. So, okay, dann geht's los. Das sieht nicht einladend aus. Das sieht saumäßig eklig aus. Aber gut, was erwarte ich? Das ist Dead Space, ne? Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Okay, also Dr. Cross war hier nicht mit dabei.
Vielleicht hören wir ja noch ein bisschen was von ihr. Sie scheint uns ja ein bisschen jetzt zu begleiten hier. Was sind das für Geräusche? Ist das ein Knurren? Alter, ich will nicht. Ich will nicht, ganz ehrlich. Ich mag gar nicht. Oh Gott. Nährstofffilter. Erstmal das Medipack her. Okay, sonst gibt's ja nichts. Na dann. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Natürlich. Wir müssen aber noch unser Gift einsetzen. Na Leviathan, wie schmeckt dir das, mein Freund, hä? Huh? Genug. Was? Es lebt immer noch. Nein. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Alter, hast du einen Schaden oder was? Hast du nicht gehört? Das wiegt 10 Kilotonnen. Meine Fresse. Ich mag nicht. Bonjour, mein Freund. Ich mag nicht. Ich muss erstmal hier die ganzen... Guck mal her. Eintritt Schwerelosigkeit. Teste mal aus, wie weit das ist. Oh, das ist ein Stück. Oh, das ist ein ganz schönes Stück. Okay. Das sieht... Ganz ehrlich, Freunde, das sieht aus wie ein riesiger Anus. Das ist nicht lecker. Okay, ich sammle erstmal. Bevor jetzt hier die große Action losgeht, versuche ich erstmal alles ranzuholen, was wir hier mit unserer Chinese kriegen können. So, noch irgendwelche Muni. Nicht. Dann fangen wir jetzt mal an, hier die Kanister zu sammeln. So, tut mir leid, ist jetzt natürlich, ich muss mich jetzt vorbereiten, tut mir leid. Und wehe, ich brauche die nicht. Aber ich vermute, dass wir gleich den Anus da sprengen müssen. Ich glaube, wir müssen ihm noch ein zweites Arschloch verpassen. Warum nur muss ich gerade an Evolutions denken? Ich weiß auch nicht. Hat jemand Head and Shoulders dabei? So, haben wir alles. Gut, 8 Kanister. Ja, meine Fresse. Anus? Was? Nein! Ach du Scheiße! Stirb, stirb, stirb! Oh shit, ich habe keine Muni mehr dafür. Komm her. Oh, Kacke. Lebst du noch? Ja, Isaac lebt noch. Gut. Wo sind denn... Das hier hat meine Kanister weggeschleudert. Ich fasse es nicht. Oh nein. Ich kann dem Vieh nicht ausweichen. Ei, Scheiße. Yes, Sir. So viel dazu. Junge, du solltest dich mal auf Bandwürmer untersuchen lassen. Oh shit, da komme ich nicht mehr ran. Zur Seite. Ach, das ist ja unfair. Komm, dann packen wir mal hier den Breitenstrahl aus. So. Noch jemand? Mal das. Wie soll ich denn dann ausweichen? Okay. Ich glaube, ich wechsle mal wieder auf die Kleine. Ich glaube, die ist hier ganz gut. Ja, so sieht das aus. Okay, den letzten Bandwurm noch. Was? Zwei noch? Komm schon. Ach, leck mich doch. Ich gebe ja meine ganzen scheiß Medipacks aus für dich, du Mistvieh. Uah!
stirb doch mal! Oh Gott, was ist das denn? Leidest du unter Verstopfung? Nein! Ach komm schon! Return of the Tapeworm! Ach du Kacke! Jetzt bleiben die Viecher auch noch draußen, ja, leck mich doch! Ja, spitze! Das wird ganz grandios! Kann es sein, dass ich nur schießen muss, wenn dieses Ding rauskommt? Schieß mal! Oh yes! Das gibt Darmbluten, mein Freund! Ja? Herman, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Ja, klar doch. Müssen wir ran, vor allem, weil du so viel gemacht hast bisher. So, haben wir noch irgendwelche tollen Gegenstände? So, ich will mal kurz was gucken. Ich will dir mal so ein Ding noch in den Darm reinschmeißen. Vielleicht sprengt uns ja irgendein Gegenstand raus. Vielleicht aber auch nicht. Okay. So, nochmal. Alter, ist das ein ekliges Vieh. So, haben wir noch was? Da drüben ist noch was. Gut. Wir müssen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich habe so viel ausgegeben bei dem Mistvieh jetzt. Gerade an Medipacks, das war ja übel. Diese verfluchten Bandwürmer haben mir so viel abgezogen. Ist erstaunlich, wie weit man sich dreht, wenn man hier gar nicht drauf achtet und immer bloß ausweicht. So, da ist doch noch was. Siehst du mal, gut, dass ich hier immer noch gucke. Noch ein paar Ripperklingen. Noch ein bisschen breiter Strahl. Okay, das sieht jetzt aus, als ob ich soweit jetzt alles abgeräumt hätte. Kann das sein? Das kann sein. Okay, kleiner Anus, dann verlasse ich dich mal. Wo ist denn hier der Ausgang? Da. Dann wollen wir uns mal wieder in Richtung Monorail begeben. Aber Kendra hat jetzt nicht gesagt, was genau sie jetzt vorhat, oder? Sie hat bloß gesagt, da müssen wir jetzt eben ran. So, hier können wir auch nichts mehr machen. So. Ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn wir jetzt endlich dieses Gebiet verlassen können. Ist jetzt nicht unbedingt mein liebstes Gebiet. Also ich will ja auch nicht unbedingt wohnen oder so, ne? Kann man, denke ich, verstehen. So. Übrigens ist noch Dr. Mercer irgendwo frei herumlaufend. Also den müssen wir auch noch niederstrecken, noch jagen und niederstrecken. Dies, meine Freunde, aber erst beim nächsten Mal. Halt, nein, doch, ich laufe noch bis zur Monorail. Wir machen ja sowieso, wenn die Kapitel zu Ende sind, gibt es ja sowieso immer eine Speicherung. Von daher kann ich das auch dort machen. So, laufen wir mal schnell rüber. Hammond ist weg, Arschloch. Kaum, dass er wieder laufen konnte, ist er wieder los und hat hier sich in Bewegung gesetzt. Achso, übrigens, welcome! Here on the USG Ishimura, we use hydroponic? Was heißt denn das? Ponic? Technology and organic plant cloning to grow produce as high quality as that on planet Earth. A friendly reminder. Our plants are delicate and pH sensitive, so please take care where you step and keep clear of all contaminations. Visitors should be mindful of volatile chemicals and varying gravity. Volatile chemicals? Was zur Hölle benutzt ihr denn hier? Ich will es gar nicht so genau wissen. Okay, dann, Freunde,
Oder ich habe das nicht vorgelesen beim ersten Mal, ne? Nee. Gut, dann runter zur Monorail. Ganz schnell runter zur Monorail. Ich habe nämlich gar keine Zeit, sehe ich gerade. Ich muss jetzt ganz, ganz dringend Schluss machen. So, von daher, ja, lief doch eigentlich ganz gut, würde ich sagen, so für diese Aufnahmesession. Wir haben den verfluchten Leviathan besiegt. Uns wird nie wieder irgendein Mistvieh, irgendein verfluchter Bandwurm am Bein packen und in irgendein Loch zerren wollen. Mich hätte ja ehrlich gesagt mal der Kopf von dem Vieh interessiert, aber wahrscheinlich hatte es gar keinen. So, und dann wollen wir mal schauen, was für ein Mist Hammond hier schon wieder verzapft hat und wo wir ihn jetzt wieder ausgraben dürfen. Auf die Frauentoilette wollen wir nicht, natürlich. Hier ist noch was. Ach nee, doch nicht. Okay, nichts dazugekommen. Hätte mich auch gewundert irgendwie. Gut, dann raus hier aus dem 6. Kapitel und wir speichern. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es nicht mehr heißt Gefahr für die Umwelt, sondern dann Kapitel 7. Mal schauen, was das dann Fröhliches wird mit uns hier. Bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Und tschüss. Ugh.